Polnische Archäologen haben ein intaktes, über 1000 Jahre altes Tongefäß entdeckt. Sie fanden es unter der Küche einer Hütte begraben. Die Archäologen versuchten, eine Hütte, die westlich von Lublin in Polen entdeckt wurde und aus dem 11. Jahrhundert stammt, zu versetzen, um sie an einem anderen, sicheren Ort wieder aufzubauen, da ihr Standort aufgrund von häufiger Grundwasserüberschwemmung Gefahr lief, zu verfallen und schließlich zu verschwinden. Laut dem Archäologen Paweł Lis vom Nadwiecznanskie-Museum in Kazimierz-Dolny, welche sich in der Nähe des Fundortes befindet, gibt es im Gebiet, in das die Hütte umgesetzt werden sollte, viele mittelalterliche Relikte. Als sie mit den Ausgrabungen begannen, fanden sie überraschenderweise ein mehr als 1000 Jahre altes Objekt. Das Objekt gehörte auch zu einer mittelalterlichen Hütte, in der sich neben dem Eingang eine Küche aus Lehm und Granitsteinen befand. Der Topf war unter dem Küchenboden versteckt. Aber warum hatte man es dort aufbewahrt? Dem Archäologen zufolge müsste es ein Geschenk gewesen sein, das die Hausbesitzer ihren Göttern machten, damit diese ihnen im Gegenzug Schutz und Gunst gewährten. Die Forscher hatten nicht nur das Glück, dass das Gefäß vollständig war, was sehr ungewöhnlich ist, sondern auch, dass es mit einer Art Gebräu gefüllt war, ebenfalls in einem sehr guten Zustand. Die Analyse ergab, dass die Überreste von verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen verschiedener Getreidearten wie Gerste, Hirse, Weizen, Linsen und Wildpflanzen stammten. Aber es wurden auch Spuren von Art Triplex, Vogelknöterich, Sauerampfer und Ackerminze gefunden, aber auch ein Anteil von Asche. Das Ergebnis war doch recht überraschend. Die Forscher fanden ein einfaches Gericht vor, eine typisch slawische Speise, die reich an Proteinen war. War sie doch nicht für die Götter gedacht? Für die Archäologen ist dieser Fund mehr als erfreulich. Sie haben nicht nur ein mehr als 1000 Jahre altes Gefäß in einem perfekten Zustand gefunden, sondern haben somit auch einen Blick in die Ernährungsmethode der damaligen Zeit werfen können.